Und damit, hallo Leute, was geht ab und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von New Super Mario Bros. Für den DS. Wir haben das letzte Mal Welt 2 fertig gemacht. Also was heißt fertig gemacht? Wir haben überhaupt Welt 2 komplett gemacht im letzten Video. Wir machen pro Video immer so irgendwie eine Welt. Ich weiß auch nicht, wie das kommt. Deswegen schaue ich den letzten Part an. Und wenn nicht, die Level hängen ja nicht zusammen. Da könnt ihr zuerst den anschauen und dann den letzten. Ich würde sagen, wir fangen mit dem Standard Welt 3.1 an. Kann sein, dass wir sogar noch Mini-Mario sind. Ja. Feier ich gar nicht. Deswegen wir das ganz kurz mal ändern. Wir wollen ja nicht schon Rage am Anfang des Parts. Also ihr wollt das sowieso immer, aber ich nicht. Unterwasserlevel? Weiß ich meist... Ich bin da doch nie im Leben reingesprungen. Weiß ich meist nicht, was ich von halten soll. Unterwasserlevel cool, Unterwasserlevel schwer, Unterwasserlevel schlecht? Was ist eure Meinung zu Unterwasserleveln? Was ist das perfekte Unterwasserlevel eurer Meinung nach? Muss es schwer sein? Sind Wasserlevel dazu auserkoren, schwer zu sein? Oder sagt ihr, ne, Wasserlevel Hölle? Oder sagt ihr, oh, feierbar. Sind doch gar nicht schwer, du bist einfach nur schlecht. Da hätten wir jetzt unseren... Ich habe den Namen vergessen. Und ihr seht schon, tausendmal schneller mit dem Ding. Aber halt auch tausendmal schneller Starcoins verpassen mit dem Ding. Oh, 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 wir sind auf dem Bottom-Screen. Ah, nee, warte, das war ja das letzte Mal auch schon so. Okay, stimmt. Ah, das ist doof, dass ich das nicht switchen kann. Ich hoffe, euch stört das nicht. Ich werde euch sonst... Ich glaube sogar, dass der Dude uns instant killt. Ich will es gar nicht heraufbeschwören und testen. Oh. Ist das Level for real nur so kurz? Ist das Level halt kürzer? Ah, ich glaube, ich weiß nicht, aber ich könnte mir vorstellen, dass euch das stört, wenn das immer auf den Screen switcht. Weil, so viel ich weiß, in meinem Overlay ist der Screen hier unter mir und der ist ein bisschen kleiner. Nice. Ich kann mit Bild nach unten die Monitore switchen. Also, dann wird das kleiner drüben angezeigt, aber das beendet auch gleichzeitig meine Aufnahme und ich weiß noch nicht so ganz, wo ich Hotkeys umlegen kann. Deswegen verzeiht mir... Ihr gewöhnt euch dran, irgendwann bestimmt. So, wir machen jetzt aber erstmal das nächste Level. Und das Level ist mit diesen Unterwasserspinnen. Oder Wasserspinnen überhaupt? Ich weiß es nicht. Aber ich behalte mal, solange ich kann... Den, wie heißt er? Den Panzer. Hat sich erledigt, tut mir leid, ich habe mich versprochen. Ich meinte, wir geben den ab und gucken, was wir so ein spannendes für neue Items bekommen. Genau, die werfen solche Bomben, wie ihr sehen könnt. Und die Bomben finden wir natürlich nicht so nice. Oh, das ist sehr knapp im Messen, muss ich sagen. Erst gucken, was hier drin ist. Ja. Und dann throw ich dich hier rein. Dann gib mir mal ein bisschen Geld hier. Oh mein Gott, das wusste ich nicht. Woher denn auch? Oh, aber der macht uns auch den Weg zu Starcoin frei. Was ich ja sagen muss, bin ich ganz nice. Jetzt stirb, aber... Ach du meine... Wofür will ich hier einen Mini-Pilz? Um übers Wasser laufen zu können. Ich will ins Ziel, hallo! Ich hab keinen Punkt mehr. Das ist mir zu... Ich habe springen gedrückt, aber er nicht. Aber Mario ist nicht gesprungen. Ich will nicht ins Wasser. Doch, will ich. Ey, wenn hier die letzte Starcoin drin ist, dann heule ich aber. Die letzte Starcoin ist nämlich da oben drin. Woher ich das weiß? Ich weiß es eben. Und... Hä? Ah, wir brauchen den Mini-Pilz aber trotzdem, Guys. Denn mit dem Mini-Pilz können wir übers Wasser laufen und somit die Starcoin holen. Ich schneide euch das. Ich glaube, mit dem Mini-Pilz ist es tatsächlich sogar einfacher, hier an die Starcoins zu kommen. Also ich meine jetzt auch an die hier, weil wir ja obviously höher springen können.
Nee, das interessiert uns hier gar nicht. Hier mussten wir hin. Da haben wir die Mini-Pilzen, einen schönen Jump hier. Und raus aus dem Level. Und wenn ich jetzt sterbe, schreie ich. Deswegen. Nee, gar keine Lust dazu. Da war doch ein Koopa. Ja, ja, dich habe ich gesehen, mein Freund. Kann man eigentlich in dem Emulator hier safe staten? Weiß das irgendeiner von euch? Oh, die Donutblöcke fallen gar nicht runter. Wie krass. Okay. Keine Ahnung, ob man in dem Game hier safe staten kann oder in dem Emulator. Normalerweise kann man das doch in jedem Emulator, oder? Safe states sind doch so emulator-tastisch. Ich weiß es nicht. Ist mir auch egal. Wofür Safe States? Es gibt ja eine Mittelflagge und ich glaube, das reicht in den meisten Fällen auch. Jetzt gehen wir mal in so einen Pilz raus und gucken, was sich darin befindet. Weil wir ja doch ziemlich klein sind. Oh, Todsworth! Oh, das finde ich gut. Und die kommt unten ins Inventar, was ich auch gut finde. Und dann steppen wir ins nächste Level. Hallo? Dankeschön. So, Welt 3, 2. Wenn euch im Übrigen das Game gefällt und ihr die anderen Parts auch schon gesehen habt und ihr noch nicht abonniert habt, dann würde es mich freuen, wenn ihr dann doch jetzt mal abonniert, weil dann müsst ihr nicht jeden Tag hier reinschauen. Dann kriegt ihr immer eine Benachrichtigung, dann, wenn gerade ein neuer Part online ist. Und das macht euch doch safe das Leben einfacher. Und mich freut es. Ich sollte nicht so viel reden, ich sollte mich nur aufs Spiel konzentrieren, ich merke schon. Hört doch eh keiner zu. Die meisten stellen doch eben den Ton aus und schauen sich nur das Video Walkthrough-like an. Okay, wir haben wieder das Gimmick hier. Hier geht's rein. Okay, immer gut. Wir sind wieder auf dem Bottom-Screen unter mir, Leute, falls ihr euch wundert. Das haben wir ja schon vorher oder in der letzten Folge herausgefunden. Ich weiß es gar nicht genau. Die Sache ist, das ist jetzt schon die dritte Folge, die ich am Stück aufnehme, weil das Game mir so unfassbar viel Spaß macht. Deswegen... Verzeiht, wenn ich nicht immer up to date bin. Man könnte hier in jede reinkommen, aber... Man kommt sogar in eine rein! Ah! Ey, das ist doch aber für eine Star... Nicht? Schade. Lass mir jetzt eine Star-Care weggehen, weil das ist... Das ist mies und bockschwer. Hier ist schon das Ziel. Ich kann halt für so schlecht im Video spielen. Aber wir spawnen doch, ja, right hier. Da können wir doch ganz kurz gucken, was sich noch in den zwei Blöcken befindet. Ein Pilz. Wir haben noch keine Starcoin. Wir haben doch die hier eingesammelt. Ist das die erste? Wo ist die erste? Ist die erste wirklich in der Röhre drin? Die Verwirrung ist verwirrt, guys. Okay, die erste Starcoin war hier drin. Das war schlecht. Vor allen Dingen, wenn wir unten sind, wie ihr sehen könnt, die Feuerblume unten bei uns ist ausgegraut. Wir können uns kein Item geben, wenn wir hier unten sind. Jetzt wieder. Und das tue ich auch gerade mal. Muss ich ganz ehrlich sagen... Finde ich, glaube ich, ganz angenehm. Nehmen wir wieder diesen Weg nach da oben? Ich glaube schon. Ich weiß, oh mein Gott, wenn wir jetzt gestorben wären. Huh! Und hier gibt es ja nur Coins, aber die nehme ich mit, weil wir sind ja gestorben. Und da wäre es schön, wieder ein One-Up reinholen zu können. Gut, gehen wir weiter. Und jetzt stelle ich mich hier nicht mehr so doof an. So, Guys, da wären wir wieder. Ich gehe heulen. Ich gehe heulen. For real, ich habe keinen Bock mehr. Ich habe wirklich keinen Bock mehr. Das ist ein Failfest. Ey, das sind wirklich die schlimmsten Pilze, die ich je in meinem Leben gesehen habe. Das ist ein Secret Exit? Gut, dass ich das doch noch gemacht habe und nicht einfach normal weitergegangen bin. Okay, das war einfach ein Secret Exit. Ja, lol.
Aber es heißt trotzdem, ich muss das Level nochmal normal machen. So, dann fahren wir mal hier weiter. Oh, ich mag den Pilz gar nicht. Und, oh. Ich weiß nicht, ob ich mich freuen soll. Oder nicht, oh mein Gott. Das One-Up nehme ich aber auf jeden Fall mit, das habe ich mir verdient. Und der Pilz ist extrem. Schaut euch das an. Wie kommt man an dieses Darkhorn ohne zu sterben? Ja, wahrscheinlich gar nicht. Ich bin ein bisschen salty. Maybe geht der jetzt hoch oder so? Nö, tut er nicht. Okay, ich hab ihn. Ich hab ihn, guys. Ihn? Ich hab es. Ich hab die Starcoin. Und hier ist auch das Ziel. Oh mein Gott, ich hab so gar keine Lust mehr, ey. Wie lange geht die Aufnahme? Die Aufnahme geht jetzt schon 20 Minuten. Wunderbar. Top. So, machen wir erst den Tower oder erst das Secret Level? Ich sag, wir machen zuerst 3B. Da, erstmal Grüße an die Klasse 3B. So. Ich schaff den ersten Sprung schon nicht. Wir bleiben entspannt, guys. Wir sind Mini-Röhren. Die ist rot. Jede Röhre ist so unfassbar aufwendig. Hier könnte überall halt was sein. Boah, die Pflanze hat nur darauf gewartet, dass ich komme. Habt ihr das gesehen? Ja, ich habe auch Feuer. Wie so irgendwie so eine kaputte Katze, gell? Rot. Bam! Gelb. Oh, wenn es so eine Mini-Röhre ist, ich sag's dir. Wobei, die da unten ist sass. Die ist sass und die wird's wahrscheinlich auch sein. Und jetzt müssen wir nach links laufen. Genau, weil es geht ja zurück. Durch die rote nach oben dann? Okay, aber warum geht's ja noch weiter? Ah, hier geht's ja nicht weiter, weil wir müssen ja weiter zurück nach links. Macht Sinn. Wir lassen uns Zeit. Kein Stress. Wunderbar. Und hier geht's auch wieder raus. Und für uns weiter. Also die Pflanzen sind ja schon. Also. Ich bin gesprungen. Wie kommt man da hoch? Da oben. Okay, ich sehe es. Hier seht ihr, hier ist nämlich ein Deckel auf der Röhre drauf. Heißt, man kann da langlaufen. Die Feuer spucken. Warum gibt es euch? Nee, ich muss hier weg. Ich muss ganz kurz heilen vor allen Dingen. Als wäre das so meta besonders. Und ab ins Ziel. Da hätten wir auch schon das nächste Level abgeschlossen. So will ich das. Ja, finde ich gut. Finde ich gut. So, das ist jetzt... Ja. Das sieht mir aber auch nach Level irgendwie aus. 3C. Dann machen wir halt 3C. Warum nicht? Oh, da hinten ist das erste Geisterhaus. Habt ihr es gesehen? Oh, auf Geisterhaus habe ich Bock. Auf dich da unten, mein Freund? Überhaupt nicht. Aber schön, dich mal wieder zu sehen. Das kann nicht sein, dass ich jedes Mal bei solchen Stellen mein Item verliere. Okay, die fallen runter, die Kleinen. Das hilft uns aber auch hier, an die Starcoin zu kommen. Jump! Kann ich auch. Warum wollte ich mich da gerade wegducken? Ganz dringend mal hier kurz zünden. Ich renn durch. Da war eine Röhre, oder? Da war keine Röhre? Ich sterb jetzt deswegen. Ich sterb deswegen jetzt nicht. Ich krieg deswegen sogar noch ein Item. Oh mein Gott. Egal, muss man in Kauf nehmen. Wie will man denn sonst da drankommen?
heißt jetzt nicht, dass ich unbedingt sterben möchte. Woher soll ich wissen, dass der 5 Meter hoch springen kann? Ein 5 Zentimeter Fisch springt euch 5 Meter hoch. Okay. Wir sind wieder da. I think. Nein. Och Mann, ich muss hier diesen blöden P-Switch aktivieren. Ich zeige euch, was ich meine. Ja, hier. Da ist einfach ein Stern drinne. Ich habe vergessen, dass das runterfällt. Ja, das muss ein perfekter Run sein, aber ich habe es geschafft. Und jetzt werde ich im Wasser rausgelassen. Okay, okay, okay. Okay, hier ist Ziel. Alle drei Starcoins und das Ziel erreicht, so will ich das. Ich habe sogar mittlerweile herausgefunden, dass es Save States gibt. Sag mal so, ich habe auch schon jetzt gerade eben einen benutzt und sie funktionieren gut. Ich habe das nur gemacht, um es zu testen. Ich bin bei diesem P-Switch-Run jetzt, ich glaube, 5, 6, 7 Mal gestorben. Und das macht einfach keinen Bock. Wirklich nicht. Ich hoffe, ihr versteht mich da auch, dass ich dann da mal so einen Safe State benutze. Deal? Gut. Aber ich mache das nur bei Extremfällen. Jetzt hier zum Beispiel, wenn ich jetzt hier jetzt hier oben direkt sterben würde, dann nicht. Ihr seht ja auch anhand meiner Leben, ob ich Safe State oder nicht. Das ist sus. Warum werden wir hier direkt nach oben gebracht? Und nicht hier rüber. Genau, man konnte so gegenschlagen. Oh, weil hier drüben einfach eine Starcoin auf uns wartet. Und wir aber jetzt nochmal hier runter müssen, um uns nach oben zu katapultieren. Shazam! Genau, und jetzt sind wir hinter dem Gitter. Und haben so mit Zugriff auf alles, was hinterm Gitter passiert. Und das ist tatsächlich gerade gar nichts. Oh mein Gott. Ich bin hinter dem Gitter, ich krieg die Starcoin nicht. Man kann die doch so runterhauen, ja. Krieg ich hier auch mein Item oder so? Hä? Oh, hier ist der Switch. Hier passiert der Switch. So, ist aber auch ganz gut begründet, dass man hier switchen kann. So, nach oben. Ach so. Da oben ist jetzt die letzte Starcoin, oder wie? Nö. Na dann. Kann nicht zur Karte zurück, dann muss ich also sterben. Tja. Kann man nichts machen. Es gibt auch gesamte Level, keine Mittelflagge. Deswegen das ganze Level nochmal von vorne. Ein Applaus dafür, Guys. Wir könnten auch einfach hier einmal Damage taken. Und sind jetzt dafür aber vorne. Und können hier einfach die Starcoin einsammeln. Trotzdem, was bringt es mir denn hier drüben zu sein? Also, du musst ja immer irgendwie was haben von deinem Erfolg, ja? Mein Erfolg ist es jetzt, ich bin an der Stelle groß und kann hier hoch. Was habe ich davon? Habe ich davon eine Starcoin? Ich hoffe doch mal. Wir gehen mal hier lang. Vielleicht finden wir hier... Das sieht sehr nach letzter Starcoin aus. Ich weiß nicht, auf welcher Seite ich sein muss. Das war komplett dumm gerade. Auf gar keiner Seite, weil sich die letzte Starcoin einfach hier oben befindet. Wunderbar. Jetzt sind wir wieder hier. Oh, ich will nicht sterben. Oh, ich will aber auch nicht safe staten. Okay.
Was ist da los? Wo ist der Pilz? Bitte. Oh mein Gott, okay, wir haben ihn. Damit fühle ich mich schon sicherer. Damit würde ich auch ganz bestimmt hier mal den Boss bestreiten. Es ist wahrscheinlich Bowser Jr., aber diesmal in seiner schwereren Form. I think. Nö, immer noch nicht. Das war so dumm. Aber er ist down, okay. Huh. Da hätten wir dieses Level auch geschafft. Wie lange geht die Aufnahme schon? Gute 37, was? What? 37 Minuten. Ja, kann passieren. Jetzt wisst ihr, wie viel ich immer rauskarte. So, nächstes Level, Welt 3-3. Irgendwie ist es weird, wir starten immer. Oh, ich würde gerne durch die gelbe, hätte ich auch noch probiert. Wir starten immer klein in den Level rein. Und wir haben Blooper. Das freut mich aber, Bekanntschaft mit euch zu machen. Für alle Leute, die es nicht verstanden haben. Das war Ironie. Gar kein Bock auf die Viecher. Oh, man könnte in diese Röhre rein. Kann man nicht. Und was ist deine Mission jetzt? Da unten. Ah! Ah ja, ich wollte ah ja sagen. Okay. Wir müssen irgendwas ganz, ganz schnell machen. Ah, wahrscheinlich hier runter. Bitte, gib mir doch einfach einmal ein Item. Mann, nein. Geh weg. Geh weg. Ich safe-state. Ich safe-state. Oh mein Gott, ich safe-state. Ey, sorry, aber ich safe-state. Ich safe-state. Hier, safe-state. Und dann könnt ihr hier drücken. So, kann man bitte sehen. Dann steht hier sogar safe to slot 1. Nee, nee, nee. Darauf habe ich gar keinen Bock. Okay, ich hätte gar nicht safe-state bauen. Rot sieht sass aus. Gelb sieht sass aus. Ins Grüne geht's rein. Wetten? Wenn es in irgendeins dieser Grünen reingeht, dann war es das mit dem LP. Nochmal sollen wir haben erst eine Starcoin. Okay, wir müssen, glaube ich, wenn ich das richtig sehe. Das ist doch unfair! Aber jetzt seht ihr, hier kann ich jetzt auf Load Safe State und dann spawnen wir da wieder. Genau. Sowas ist halt mega unfassbar unfair. Also das ist schon fast traurig, Nintendo. Das heißt, ich sammle das Ding ein und spam den Button nach oben des Todes weg. Okay. Und fehlt die zweite. Cool. Ich weiß nicht wo, wahrscheinlich in der grünen Röhre. Wetten? Och, Mann. Ja, ich hol die nach, das ist komm. Es war eine grüne Röhre. Das ist so. Wirklich so. Auch dieses Level hier ist so unterirdisch. Also jetzt mal for real. Wenn ich hier jetzt noch sterben sollte, ganz ehrlich, nee, ich safe state jetzt. Hier an der Stelle gibt's ein safe state, vergiss es. Ich mach das nicht nochmal. Gleich, wenn ich am Ziel bin, sage ich euch, wie lange ich in der Aufnahme schon bin. Oder ich... Ach, komm. Nein. Nein, komm jetzt! Und hoch. Ey, das war so unfassbar. Das Schlimme ist, für euch ist die Folge nicht vorbei, für mich schon. Da haben wir's. Die 48-Minuten-Marke ist an der Stelle dann auch geknackt. Wunderbar. Aber wir kommen ins nächste Level. Ich habe sogar Items. Alles habe ich geholt aus der ersten Welt.
Leben habe ich. Ich habe so viel gemacht. Es war so unfassbar schlimm. Genau, jetzt seht ihr auch, wir haben keine Progress-Anzeige. Wir haben stattdessen nur Geister. Und ja. Keine Ahnung, was wir tun müssen. Keine Ahnung, wo die Starcoins sind. Aha. Kriegt mir das hier an der Stelle irgendwas schnell zu sein. Also hier steht ja gar nichts. Und Timing. Ich würde trotzdem gerne nochmal zurückgehen tatsächlich. Weil ich bin der Meinung, ich bin an ziemlich vielen Sachen vorbei. Wie oft, Mario? Muss man bei dir springen drücken, damit du irgendwas in deinem Leben mal hinkriegst? Okay, wir steppen zurück. Wir können hier durch eine Tür. Ich glaube, ich bin dann schon so vielem vorbeigerannt. Dumme Aktion. Okay. Immerhin, etwas hat sich gelohnt. Ich renne mal ganz, ganz schnell, ganz, ganz weit zurück. Wir sind ja wirklich durchgesprintet. Ich komme ja nicht mehr zurück. Also, wenn wir eine Starcoin fehlen, weiß ich schon mal, wo sie ist. Vielleicht ist auch das Timing, was ich mache, falsch. Wobei, das hier, das stimmt. Okay. Das ist die erste. Natürlich nicht. Aber immerhin weiß ich, wo die erste zu finden ist. Wobei waren wir in der Tür schon? Lass uns mal in die Tür gehen. Da waren wir noch nicht. Ah ja! Schönes Ding. Natürlich werde ich da doch mal getroffen. Ich weiß, dass es hier ein ultra krass schweres Secret gibt. Und da muss vom Timing her einfach die Welt stimmen. Töte alles in meinem Zimmer gleich. Wie kann man nur so unterbelichtet sein, Mario? Ey, wenn ich jetzt... Ja, ich sterbe an dem Geist. Oh, weil ich zu dumm bin für alles in meinem Leben. Echt. Mann! Und irgendwie muss man dann hier runter und hier ist eine versteckte Tür. Nein, ist hier nicht. War hier nicht irgendwie sowas? Okay. Aber da unten ist wenigstens noch ein Schalter. Uns fehlt immer noch eine Starcoin. Aber bis jetzt muss ich leider sagen, das Geisterhaus ist ziemlich linear. Und in dem Geisterhaus finde ich das eigentlich nicht so gut. Vor allem nicht, dass ich einen Stern bekomme. Ändert sich hier die Sprungphysik? Nee, er ist einfach nur ein Stück schneller. Wie die Sternmusik einfach übertönt wird davon. Hier braucht man den Panzer scheinbar. Kann ich nochmal zurückgehen? Okay, wir wissen ungefähr, wo die letzte Starcoin ist. Sodass ich sie gleich nachholen kann und diesen Part glücklich beenden kann. Ach ja, es kommt ja noch das Castle. Wir sehen uns gleich wieder. Ich versuch's halt einfach noch 200 Mal. Let's go. Okay. Wir haben den Panzer. Und werden jetzt richtig dreckig von diesem Buu getroffen und der Controller landet durch meinen Bildschirm hindurch sonst wo. Dankeschön. Hallo! Ey, das ist... Okay, okay. Was ist denn das? Hä? Here I go. Die Physik ist so wunderbar in diesem Spiel. Habe ich schon gesagt? Noch nie in meinem Leben was Dümmeres gesehen als das. Hallo, ey. Mario, bist du dumm? So, stopp. Ich möchte nicht mehr in diese Verwandlung rein. Ich möchte jetzt hier durch. Das ist wirklich nur für die Starcoin. Das ist
Müll. Nintendo weiß, dass das Müll ist. Nintendo macht es trotzdem. Ich muss was trinken. Weil mein Hals wehtut. Es gibt hier ein Secret Exit. Den hole ich nicht. Heute sind wir besonders lustig. Lass den. Wobei die Level sind meistens nicht schwer, weil sie einfach nur auf Timing aus sind oder auf. Ich will diesen dreckigen, hässlichen Panzer nicht haben. Dankeschön, Spiel. Danke. Erste Mal, dass ich mich wirklich darüber freue, Damage kassiert zu haben. Wenn ihr anfangt zu rennen, ihr müsst nicht mal in die Hocke gehen oder nach unten drücken. Sobald ihr anfangt zu rennen, kommt ihr in diese Schockstarre und der Typ fährt und es gibt Wumms! Den brauchen wir hier sogar scheinbar. Jetzt meine ernste Frage, wie kommt man da hoch? Da rechts, okay. Ah, okay, der fällt um, wenn wir ihm nahe kommen. Aber wir müssen jetzt erstmal hier hoch und die Starcoin schnappen und wieder zurückgehen. Hallo, warum lässt du los? Ich habe meinen Stick nicht nach oben gedrückt. Oder nach unten. Natürlich trifft er mich. Aber kein Problem, es ist eine neue Feuerblume. Und wir sind gut ausgerüstet, auch im Inventar. Oh, das war maybe eine gute Idee. Die Starcoin ist mal wieder der größte Müll, den ich je gesehen habe. Das. Ich nehme den Treffer in Kauf. Ich werde gar nicht getroffen. Wobei es eigentlich relativ egal ist. Wobei, wenn es drauf ankommt, muss ich die Fireflower zünden und... Ich weiß, was für ein Boss kommt. Oder? Nein, ich weiß nicht, was für ein Boss kommt. Oder? Doch, ich weiß, was für ein Boss kommt. Ja, ja, okay. Und ja, man kann auf die drauf springen. Wie ich wirklich legit keinen von denen treffe. Dankeschön. Kommst du jetzt mal hoch hier? Hallo. Was ein dummer Fisch. Jetzt kommt er wieder von rechts. Und ich treffe ihn nicht, weil ich dumm bin. Nee, 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 nee. Guys, ich safe state. Bin salty und ich mach das nicht tausendmal hier. Okay, war unnötig. Egal, trotzdem. Jetzt stellt euch einfach mal vor, ich wäre jetzt hier gestorben. Schaut den, habt ihr den Rücksetzpunkt gesehen? Ich hätte das nicht nochmal gemacht. Wirklich, die Folge heute ist on top. Ich nehme seit 50 über... Ich nehme seit 63 Minuten auf. Ich habe keinen Bock mehr. Und beim nächsten Mal schauen wir uns dann Welt 4 an. An der Stelle mache ich dann nochmal einen Safe State. Und wir sehen uns. Bis dann. Ciao, ciao. Leute.